Caroline, was ist dein größter Weihnachtswunsch? Ja, Martin, da fällt mir eine Geschichte ein. Du, im Sommer, da hat mich eine junge, schwangere Frau aus Afrika, die ich vor einiger Zeit kennengelernt habe, gebeten, ihr doch bei der Wohnungssuche zu helfen. Und da habe ich mir gedacht, das geht doch ganz einfach hier in Deutschland. Da habe ich mich ganz schön getäuscht. Hilf mir doch bitte bei der Wohnungssuche, weil ich hier in den beengten Containern mit den vielen Männern nicht bleiben kann, wenn ich das Baby bekomme. Und Martin, ich verrate es dir, es war brutal schwierig, ganz schwierig, eine Wohnung für die junge, schwangere Frau zu finden. Unvorstellbar eigentlich. Wir haben ganz schön geschwitzt, wir, weil ich habe nämlich alle möglichen Leute angerufen, habe denen die Geschichte erzählt und jeder hat gesagt, du, ich kenne da auch einen. Und ich hätte es mir nicht träumen lassen. Aber weil alle so zusammengeholfen haben, ist was ganz Wunderbares passiert, nämlich ein paar Tage vor der Geburt ihres ersten Kindes, eines Mädchens, konnte die junge Frau eine kleine, nette Wohnung einziehen. Und ich kann mich nur gut erinnern, dass ich oft gesagt habe, wenn ich mit jemand über das Problem geredet habe, mir kommt es jetzt vor wie bei der Herbergssuche von Maria und Josef, als die schwanger war. Und überall haben sie angeklopft und nirgendwo gab es eine Wohnung. Deshalb ist mein größter Weihnachtswunsch, alle Menschen, die in Not sind und eine Wohnung suchen, sollen eine günstige, gut bezahlbare und schöne Wohnung finden, damit sie ein gutes Leben haben können. Das ist mein größter Weihnachtswunsch. Das ist ein schöner Weihnachtswunsch. Danke, dass du so viel zu und so eine schöne Geschichte gemacht hast.